Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch meine festliche Quarksahnetorte mit Mandarinen. Ein absoluter Klassiker, der auf jeder Festtafel stehen muss, bei uns zumindest. Ich habe sie letztes Jahr schon mal gezeigt in einer normalen Version, sozusagen für den Sonntag. Ich verlinke euch das Video gerne auf dem kleinen i. Und dieses Mal zeige ich sie in einer festlichen Version mit meinem Biskuit, verfeinert mit Zitrone und Zitronensaft. Den backen wir uns am Vortag vor. Und darin befindet sich eine leckere, cremig-sahnige Quark-Sahne-Creme, natürlich mit den Mandarinen. Obenauf ist die Torte dekoriert mit Sahne-Rosetten, Krokant und Mandarinen. Sie sieht also wunderschön festlich aus. Und wir starten gleich mit der Zubereitung der Creme. Den Biskuit, wie gesagt, am Vortag vorbacken in einer 26er Form und schön kalt stellen, abgedeckt mit einer Haube. Dann lässt er sich auch sehr, sehr gut schneiden. Das Video zum Biskuit verlinke ich euch hier oben, beziehungsweise alle wichtigen Infos findet ihr wie immer in der Infobox. Vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren, denn jeden Sonntag um 10 Uhr gibt es ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Und damit ihr keins verpasst, am besten auch gleich die kleine Glocke aktivieren hier unter dem Video, damit ihr dann eine Benachrichtigung bekommt. Wir legen los! Für die Creme verrühren wir uns erstmal 500 Gramm Quark. Und ich nehme da gern Halbfettstufe, keinen Magerquark. Ich finde, der schmeckt immer nicht so super lecker. Aber wenn ihr natürlich Kalorien sparen wollt, könnt ihr auch Magerquark verwenden. 120 Gramm Zucker. Einem Esslöffel Vanillezucker. Ich nehme da gern meinen selbstgemachten. Und 4 Teelöffel Sahneapart. Das ist ein Sahnefestiger und den können wir einfach einrühren. Und die restlichen 4 Teelöffel kommen dann in die Sahne. Von den abgegossenen Mandarinen gebe ich mir noch 80 Gramm Mandarinensaft hinzu. Und natürlich etwas Zitronenschale. Ungefähr die Hälfte der Zitrone. Und die restliche Zitrone reibe ich mir dann auch noch ab und lasse sie auf einem Tellerchen trocknen. So habe ich immer frisch abgeriebene Zitrone daheim und muss jetzt hier diesen schönen Rest nicht wegtun. Dann gebe ich mir noch etwas Zitronensaft hinzu und dann können wir das Ganze verrühren. Je nachdem, wie groß eure Zitrone ist, die Hälfte oder eine ganze verwenden. Ich nehme jetzt mal nur die Hälfte. Kann man nachher immer noch abschmecken. Und jetzt können wir uns das schön miteinander verrühren. Und es duftet schon super, super lecker nach Frucht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den Mandarinensaft auch ersetzen durch einen Likör, zum Beispiel einen Orangenlikör oder einen Mandarinenlikör oder einen Zitronenlikör. Also diese drei Früchte passen besonders gut zu dieser Torte. So lange verrühren, bis sich der Zucker so halbwegs aufgelöst hat. Sehr schön. Unsere Quarkcreme ist schon angerührt. Jetzt schlagen wir uns noch die Sahne fest und heben dann die Sahne gerade hier noch unter. Und dann ist unsere Creme schon quasi fertig, gerade beiseite stellen. Jetzt schlage ich mir noch meine 300 ml Schlagsahne mit 4 bis 6 Teelöffeln Sahneapart fest. 6 Teelöffel dann, wenn ihr etwas mehr Flüssigkeit in den Quark gegeben habt, zum Beispiel noch Likör oder wenn die Zitrone so groß war und ihr habt das Gefühl, es ist zu flüssig. Man kann grob sagen, 2 Teelöffel Sahneapart entsprechen einem Blatt Gelatine. Gerade anschlagen die Sahne und dann das Sahneapart hinzugeben. Die Sahne ist schön fest geworden und wir können sie jetzt unter unsere Quarkcreme heben. Wunderbar, die Quarkcreme zieht auch schon so ein bisschen an, das merkt man schon deutlich. Aber wenn ihr das Gefühl habt, so nee, das ist noch zu flüssig, dann gebt einfach noch 2 Teelöffel Sahneapart zusätzlich hinzu. Das geht ohne weiteres. Wir geben jetzt erstmal unsere Sahne hier hinzu. Und heben sie uns gerade mit dem Schneebesen vorsichtig unter, dass sie schön fluffig bleibt. Schmeckt sehr, sehr lecker. Jetzt kommen die Mandarinen hinzu. Ich habe hier Mandarinen von 2 kleinen Dosen. Die Mandarinen sollten wirklich sehr gut abgetropft sein. Und vergesst bitte auch nicht,
euch 12 bis 14 oder 16 schöne für die Dekoration beiseite zu legen. Die gerade noch vorsichtig unterheben, dass sie schön ganz bleiben. Oh mein Gott, wie lecker ist das bitte? Wir können die Torte schon füllen. Dazu brauchen wir natürlich jetzt unseren Biskuit, den gerade vorsichtig aus der Form schneiden. Wenn man diesen Biskuit in einer 26er Form backt, wird er natürlich etwas niedriger. Das möchte ich für diese Torte so auch haben. Backt man ihn in einer 24er, kann man ihn leicht in drei Böden teilen. Hier brauchen wir ja nur zwei, einen für oben und einen für unten. Ich nehme mir erst die Backhaut ab, hier oben. Die Backhaut ist auch sehr, sehr lecker. Meine Kinder vernaschen sie gerne oder ihr könnt sie auch zu Cake Pops verarbeiten. Und ihr seht, das ist unser fantastischer Biskuit und glaubt mir, der schmeckt wesentlich besser als ein gekaufter. Also es lohnt sich, ihn selber zu machen und es ist auch gar nicht schwer. Mit meiner Anleitung schafft ihr das auf jeden Fall. Jetzt teilen wir uns diesen Biskuit in zwei Böden. Dafür drehe ich ihn mir einfach gerade um, dann kann ich besser halten. Und ich habe mir mein Messer auf 2 cm eingestellt, sodass dann beide Böden gleich hoch werden. Und da sind unsere beiden Böden, einer schöner als der nächste, schön fluffig und genau richtig für eine Käse-Sahnetorte. Und das Tolle ist, sie duften auch noch so ein bisschen nach Zitrone, weil ich ja mit Zitronenschale gebacken habe. Den werden wir übrigens als Unterseite nehmen und den für oben auf, dann haben wir einen schönen geraden Abschluss. So, der untere Boden ist auf meiner Tortenpappe. Darunter schiebe ich mir gerne einen Tortenretter, damit ich die Torte nachher einfach schön verheben kann. Hier geben wir uns jetzt unseren Tortenring darum. Ziehen ihn schön fest, nicht zu fest, denn Biskuit verformt sich leicht. Und dann geben wir unsere Creme hier jetzt auf diesen Boden. Fantastisch duftet diese Creme schon nach Mandarine, nach Zitrone. Ich liebe solche Torten, die sind einfach so schön fruchtig. Schön verteilen und jetzt natürlich noch glatt verstreichen. Schauen, dass alle Früchte gut bedeckt sind und sich gut einordnen in die Creme. Jetzt kommt noch der Deckel oben auf die Torte. Vorsichtig auflegen. Und ringsrum andrücken, sanft, dass einfach alles gut sich verbindet und dass keine Luftblasen entstehen. Perfekt. Ich werde sie jetzt einfach mir abdecken und erstmal eine Runde kalt stellen. So, die Torte war bei mir über Nacht im Kühlschrank, abgedeckt mit einer Haube, damit sie keine Gerüche annimmt, ganz wichtig. Und wir können sie uns jetzt vorsichtig aus der Form schneiden. Dafür am besten ein scharfes Messer verwenden und los geht's. Und da ist unsere wunderschöne Käse-Sahnetorte. Das klappt also wunderbar mit dem Sahnefestiger. Wenn ihr Gelatine verwenden wollt, könnt ihr das natürlich auch tun. Dann würde ich so 4 bis 6 Beta-Gelatine verwenden. Ja, da können wir unsere Torte jetzt final dekorieren. Für die Dekoration der Torte werde ich mir jetzt 300 ml Sahne gut gekühlt steif schlagen. Dazu lasse ich einrieseln 3 Teelöffel Sanapart, etwas Vanillezucker und Vanillinzucker. Den Zuckergehalt könnt ihr natürlich nach Geschmack variieren. Mehr oder weniger Vanillezucker reingeben, ganz euch überlassen. Erst anschlagen, dann einrieseln lassen.
Fürs Einstreichen der Torte schlage ich die Sahne immer nicht ganz fest. Dann geht das Einstreichen der Torte viel einfacher. Und später für die Dekoration schlage ich mir den Rest der Sahne dann ganz steif. Los geht's, wir können die Torte eindecken. Und ihr seht, dadurch, dass die Sahne nicht ganz steif geschlagen ist, lässt sie sich super verstreichen. Gerne auch erst einmal eine dünne Krümelkruste anbringen. So, die Krümelkruste ist fertig. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr die Torte jetzt noch mal kurz kalt stellen. Dann lässt sich die zweite Schicht noch einfacher aufbringen. Und sollte euch die Creme zu weich zum Einstreichen sein, dann einfach gerade noch bis zur gewünschten Stärke aufschlagen, sodass ihr einfach gut klarkommt. Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt die Torte so wie ich mit einem Kamm noch abziehen, entweder dünnere Zacken oder ja gröbere Zacken, ganz euch überlassen, wie ihr das gerne hättet. Ich nehme jetzt mal die feingliedrigen Zacken. Wunderbar sieht's aus. Jetzt natürlich obenrum noch mal ganz gut ausarbeiten, die Kante und die Oberfläche der Torte. Das macht ihr so lange, bis ihr zufrieden seid. Dann können wir uns die Torte final dekorieren. Wir teilen uns die Torte erst ein. Und zwar nehme ich wieder 14 Stücke. Gucken, dass man schön die Mitte trifft. Vorsichtig eindrücken. Ich habe jetzt meine restliche Sahne mit noch etwas weiterer Sahne aufgefüllt. Es war ein bisschen wenig übrig geblieben. Also ich würde euch raten, so ungefähr 400 ml doch für die Dekoration dieser Torte zu verwenden. 200 bis 250 für das Einstreichen. Und dann braucht man natürlich noch was für die Rosetten. Da habe ich eine 1M vorne dran, eine geschlossene Sternhülle und habe mir die Sahne natürlich noch fester geschlagen. Und ich werde die Torte dieses Mal mit S-Formen verzieren. Dann passen die Mandarinen einfach schöner drauf. Und ihr seht, es macht einen wunderschönen Effekt. Sehr schön. Dafür braucht man schon einiges an Creme. Ihr seht, da ist nicht mehr so viel übrig. Hier in die Mitte kommt jetzt noch etwas Krokant bei mir. Und dann werden wir noch die Mandarinen auflegen. Dann ist die Torte schon fertig. Wunderbar, sieht super toll aus. Jetzt noch die Mandarinen, dann ist die Torte fertig. Und die werde ich jetzt einfach so hier längs auf meine Rosetten setzen. Leicht andrücken. Und ihr seht, die passen jetzt wirklich gut drauf. Sollten sie doch noch zu feucht sein, ich trockne sie mir jetzt hier auf meinem frischen Küchentuch ab. Und die letzten. Wunderschön sieht die Torte aus, wir können sie probieren.
Und da kommt unsere fantastische, festliche Quark-Sahnetorte mit Mandarinen. Dann lasst uns die wunderbare Torte mal probieren. Absoluter Traum. Ich kann euch sagen, es ist wirklich eine der besten Käsesahnetorten, die ich jemals gegessen habe. Sie schmeckt einfach traumhaft leicht und fluffig und super cremig und fruchtig zugleich. Also ein absoluter Traum auf jeder Kaffeetafel. Und ich finde, es ist ein Muss. Es ist ja ein absoluter Klassiker. Müsst ihr unbedingt nachbacken. Das war die festliche Mandarinen-Quark-Sahnetorte. Ein schönes Rezept. Ich finde sie super, super lecker. Wenn ihr die Torte ausprobiert, dann schickt mir gerne eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr auch hier unten unter dem Video in der Videobeschreibung. Ja, vergesst nicht, mir einen netten Kommentar dazu lassen. Gerne auch mit Tortenwunsch für die nächsten Videos. Denn wie gesagt, jeden Sonntag um 10 Uhr gibt es hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo, meistens ja Torten. Deswegen auch bitte den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt und den Kanal weiterempfehlen. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken und bis nächste Woche Sonntag. Wir sehen uns. Bleibt gesund. Tschüss. Give me love, give me all your love, give me all your